Hallihallo, herzlich willkommen zurück in den Borderlands. Wir sind hier in New Haven und ich frage mich gerade, warum? Haben wir nicht letztes Mal aufgehört, als wir bei den Rohren waren? Ja, oder das stimmt. Oder war das eine andere Folge? Wieder machen. Da hat es auch irgendwas nicht... Ach nee, Quatsch, Tagebücher wollten wir als nächstes machen. Lass mich mal gucken. Nee, die mit den Rohren haben wir, glaube ich. Oder haben wir danach weitergespielt? War das eine? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir in New Haven und müssen nach Rust Commons West. Wir können natürlich auch erstmal nach Tetanus Varen gehen, da haben wir ein bisschen mehr Abwechslung. Dann machen wir erstmal Tetanus Varen. Dann machen wir nämlich jetzt mal eine Quest in Tetanus Varen, die sind nämlich beide trivial. Wir können... Ich glaube, wir machen erstmal die Säurekristallernte und dann werden wir erstmal King Wiwi ausschalten. Das klingt fast wie ein Pokémon. Hauptsache, das ist nicht nur so ein komischer Rack wie das letzte Wiwi. Mal. Wiwi, Wiwi. Echt so, ne? Wie so ein kleines, süßes Pokémon. Die Frage ist, welcher Typ ist Wiwi? Das klingt für mich ein bisschen wie Elektrokäfer. Ja. Warte. Wii? Alles klar. Meinst du, genau so klingt der? Ja, wenn er Elektroschock macht, schon. Ach so. Donnerschock. Donnerschock, wie Pikachu. Du eskalierten ja schon wieder. Nee, hier bei den ganzen 10 Knibbeln hier. Die dorten spawnen wie die Ameisen. Sie spawnen wie die Ameisen, Ameisen, Ameisen. Danke, Robert. Was denn? Bist mir gerade voll mit deinem Arsch in meine Schussbahn gesprungen und dementsprechend habe ich nicht getroffen. Oh, jetzt habe ich einen Robert getroffen. Soll nicht so schlimm sein, ist ja ein Robert. Echt so, ne? Oh, jetzt kommen auch noch Skiffits. Boah, voll in die Schussbahn geflogen, das Mistvieh. Na, sag mal, was ist denn hier los? Robert? Kann mich mal jemand übernehmen? Ah, okay. Hey, Maxe? Mats ist nur am Lost Hitten, ne? Ich mache einen ganzen Damage. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Also daran könnte ich mich gewöhnen. Hä? Ist mir so? Boah, was ist das für ein Riesenviech, ey? Die Musik klingt gerade erstaunlich bedrohlich, dafür, dass es sich hier eigentlich nur um ein paar einzelne Banditen mit, Skyts handelt. Skyts! Geil, ist ja gerade hochgegangen, ey, Hammer. Dann geht er erstmal steil. Du! Wir müssen leicht nach rechts abdriften, wenn wir das Gebiet wechseln wollen Richtung Tetanus Varen. Und mein Blick zeigt mir gerade eine Waffenkiste. Oh, das ist gut, ich brauche gleich mal das SMG. Oh, da hast du Glück, hier sind nämlich zwei drin. Ah, sind auch beide nicht so besonders, aber immerhin. Sieht immer super aus, Robert, mit deinen handtellergroßen SMG-Waffen. Wo geht's jetzt lang? Wir müssen irgendwie hier vorne lang, glaube ich. Ein Stück rechts, oder? Ne, wo seid ihr? Ja, wir müssen lang? Irgendwie. Also hier drüber kommen wir ja offensichtlich nicht. Also müssen wir wahrscheinlich. Ey, hier ist ein Käfer! Skiffit! War ja wieder mal. Käfer. Was haben wir denn hier oben so? Das sieht ja gar interessant aus. Boah, die Musik ist aber gerade echt übelst bedrohlich, ja. Weil ich generell sagen muss, der Soundtrack von Borderlands gefällt mir eigentlich. Also der ist richtig schön abgestimmt. Vor allem finde ich es gut, dass die Musik in dem Spiel nie wirklich aufdringlich wird, sondern eigentlich immer schön hinten rumdudelt. Oh, was ist denn hier los? Eskalier halt nicht. Das ist Haufen so kleines Geschmatte hier. Ja, wirklich wahr. Kleines Geschmatte. Nur gut. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Geld brauchen wir nicht. Obwohl, brauche ich eigentlich dort schon. Ach nee, gut, hätte gedacht, es wäre eine Waffenkiste, aber war es nicht. Das mit einem Denken ist immer so eine Sache, ne? Gut. Können wir Gebiet wechseln? Ja, wir können. Na dann, auf sie mit Gebrüll. Auf zum Atem. Hast du Zeit gestellt? Nö. Aber ich hab sie. Bist super, Kevin. Wir hatten das letzte Mal ausgemacht, dass Kevin das übernimmt. Ach, Kevin, oder? Ist unser Zeitverantwortlich. Das ist doch jetzt unser Zeitfuzzi. Oh, warte mal, ich geh mal kurz her in den Automaten. Ich brauche auch, glaube ich, wieder ein bisschen Moon. Komm, weg jetzt mit. Oh, dann gibt's Klaus Mods. Ich sammle in letzter Zeit erstaunlich wenig, Ja, verdammt! Dingsbums ein. Ne, wisst ihr Bescheid?
Naja. Erstaunlich wenig Waffen, die ich verkaufen kann. Also, ihr könnt mir nicht mehr vorwerfen, ich würde mich nur um Loot kümmern. Würden wir doch nie tun, Matze. Es fiel schon das ein oder andere Mal sowas in die Richtung. Was willst du machen? Ja, weiß ich auch nicht. So, haben wir was von Robert? Gigantische Pilze? Was? Gigantische Pilze? Ja. Wo, warte mal, wo ist denn Kevin? Kevin verkauft noch. Oh, nee, ich Kevin. Kaufe Moon. Mein Sniper war leer. So, und das, die Geschichte hier, die kennen wir schon aus, aus einer früheren Badlands. Folge. Ja, na, ich glaube, es war nicht direkt der Arid Badlands, es war auch so eine angrenzende Höhle. Und da mussten wir aber Elektroschockkristalle sammeln. Und diesmal sind es kreativerweise Säurekristalle. Wow. Oh, na super. Die Spider-Rants sind auch wieder da. Ja, ist ja gut. Hab ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Insekten verabscheuungswürdige? Hm? Verabscheuungswürdige? Ja. Ach, Sand. So, doch okay. Wir haben doch schon 15, ist ja super. Da brauchen geht wir ja 50. Wie das Brezelbacken hier. Hm, Brezel. Oh, ich hätte jetzt echt übel Bock auf eine Brezel, ne? Das ist unnormal. Eine richtig schön fette Brezel. Ah, die muss gar nicht fett sein, die muss bloß geil sein. Um Gottes Willen, auf einmal springe die aus dem Boden, ne? Was sind das für Riesenviech? Ach du lieber Gott, der Knaller, der Spider-Rant-Verführer. Ich glaube, da kann ich mit Säure nicht viel machen. Wo sind da hin? Bleib hier! Also probieren wir es mal mit, ohne alles. Die haben übrigens ihren kritischen Spot hinten an ihrem Arsch, da ist so ein kleiner lustiger Auswuchs dran. Und wenn man den trifft, dann geht's einem eigentlich ganz knusper soweit. Ja. Ach guck, da liegt ein, Claptrap. Dann können wir das ja dann auch gleich mitmachen. Geht's? Aber wir sind ja schon Psychopathen. Die da draußen, bist du schon wieder so weit vorgerannt? Alles kann. Weil ich dummerweise was angelockt habe und dann gab es für mich kein so richtiges Zurück mehr. Hier ist gerade die haben immer so ein die Gegner haben, wenn sie sterben, so ein komische, so eine Verwirbelung um sich rum. Ich weiß gar nicht, was. Hier ist nochmal eine Chance auf SMG. Hier ist auch ein Medikit Matzer. Bei mir. Bei. Hier drüben da liegt eins. Hier. Hat er nicht Klaus mit aufgenommen. Ich, ja. Ich richtig. Aber die nützt mir nicht viel, weil sie nicht so gut ist wie meine andere. Ja, sag mal. Emma. Warte mal. Wie war denn das Sniper, was du da weggenommen hast? War das ein Sniper? Ich dachte, es war ein Combat Rifle. Nee, ich dachte, es wäre ein Sniper gewesen. Lass mich mal eben gucken. Hast recht, ja. 191 Schaden, Zielgenauigkeit 91, Feuerrate 1,4, dreimal Säureschaden. Willst du das? Wenn. Ja, nee, nicht unbedingt. Also, ich guck mal, lass mich mal kurz mit meinem vergleichen. Nee, eigentlich nicht. Ich werf's dir mal hin. Das wäre auch sau geil. Dann kommst du mal hier zurück. Da liegt's. So, ich würde erstmal gucken, wo wir das Reparaturkit eigentlich finden. Das ist ganz da oben im, ja, ich würde jetzt schätzen Norden. So. Gut. Währenddessen können wir weiter die Säurekristalle sammeln. Tut ja nichts zur Sache. Dort hinten ist ein Dicker. Denk, ist den sicher, dass nicht nur ein Spiegel ist. Ja, mit dem Spiegel war eigentlich gut, ne? Aber Kenner hat ihn richtig gecheckt. Ist vielleicht besser so. Zuschauer können ja dann lachen. Achso. Ja, unsere Zuschauer werden ja sowieso die ganze Zeit lachen, weil die ja bei mir zugucken müssen. Und dementsprechend sehen, wie ich immer, wie jetzt gerade, total vorbeischieße.
So, es hat der gute Mann gedroppt, egal, Robert hat's genommen. Eine Shotgun, na, die nehme ich mir mal. Das ist mein Zorn. So, was haben wir hier? Oh, Combat Rifles, das ist mein Metier. Oh, sorry. Ist aber beides doof. Nehme ich trotzdem mit, ich will auch mal wieder verkaufen. Combat Rifle. Was los mit? Geil. Warum? Zielgenauigkeit ist schlecht. Achso, so Kevin geilt sich gerade an seinen Waffen auf. Ja, ne, ich brauche einen. Ah, dort oben, rechts herum müsste, glaube ich, das Reparaturkit sein. Das macht immer Schockschaden. Ach, da lang. Ey Gott! Lass mir mal irgend so einen Knilch. Danke. Aua! Du hast doch keine Manieren genossen oder was hier? Das ist ja eine Schweinerei. Kriegst du den, Kevin? Ja, lol, der ist einfach tot gewesen. Hier ist noch Medikit, Kevin. Hm, toll. Aber ich muss sagen, es geht ganz schön ab in der Höhle hier. Man kommt gar nicht richtig, zum Reden, weil einfach die ganze Zeit irgendwie was am passieren ist. Das ist ganz abwechslungsreich mal. Braucht jemand ein Medikit? Ja. Oh gut, das kann ich mir auch mal einverleiben, das Medikit. So. So, das Reparaturkit sieht das gerade jemand? Das muss irgendwo hier rumliegen. Ja. Ich glaube ja mal fast, dass das. Hä? Müsste hier oben irgendwo sein oder so. Hier irgendwo, wo ich gerade stehe. Irgendwie schon. So, dort oben? Ah, ich hab eine Vermutung. Immer in der richtigen Höhle? Ja, warte, 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 ich hab eine Vermutung. Nein. Das ist, glaube ich, ein bisschen tricky. Ja, die Reparaturkits für Claptrap waren ja immer ein bisschen schwieriger zu kriegen. Also, das ist ja jetzt... Ach, Kackbust. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ah, okay, ich weiß, was du vorhast. Sehr gut. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Und da ist es wirklich. Ja, woanders könnte es ja kaum sein. Euer rätsellösender Mathe hat's gelöst. So, jetzt lass uns nochmal, kommt nochmal zurück, liebe Freunde. Wir gehen jetzt nochmal ein Stück hier hinter, da ist nämlich so eine Art, Sackgasse. Aua. Autsch. Da gibt's auf alle Fälle noch ein paar Schockkristalle und dann gehen wir erstmal zurück zu Claptrap und machen den. Säurekristalle. Machen den wieder ganz. Level up. Ach toll, ihr seid ja schon lange Level up. So. Wie viel habt ihr schon weg? Wie viel EP? Naja, noch nicht viel. Der erste Balken fast. Ja, ich bin gerade das Level up. Weil du halt einfach ein Noob bist. Ich bin aber auch gerade das Level up. Ich glaube, ihr vergesst immer wieder, wer von euch hier gerade der Host ist, oder? Scheint mir so. So, Quest vorbei. Ach, wir haben alle Schockkristalle. Ist gut, ja, ich habe den letzten gerade eingesammelt. Schön, schön. Scharfschützengewehre, das ist für Kevin. Da habe ich ja mal kurz Zeit, meinen Skillpunkt ein bisschen zu verteilen. Beide Mist, wenn ihr eins wollt. Nimm den's. Mal warte, ich guck auch mal kurz nach einem Skillpunkt. Ich gehe mal ein bisschen auf Elementarresistenz, das erscheint mir gar nicht so dumm. Ich habe heute mal ein bisschen gegoogelt, wie es mit dem Level Cap, also dem maximalen Level in Borderlands ausschaut. Und ich glaube, ohne DLCs kann man bis Level 50 hochgehen und mit dann bis Level 69. Ach du Scheiße. Das heißt, wir haben noch jede Menge Level vor uns und können auch noch jede Menge tolle Skillpunkte verteilen. So, wo war denn jetzt der gute Claptrap? Ach so, nur ein Stück zurück, ne? Das schaffen wir, denke ich, noch. Wie sieht's mit der Zeit aus, Kevin? Das ist eine gute Frage. Ja, ich würde sagen, wir tun noch das Reparatur. Claptrap reparieren und dann ist gut. Clappy Trappy Boy, da bitteschön. Besten Dank, Frember. Der Schrott ist abgerutscht und in diese Höhlen gefallen. Dank dir, ich kann euch mal einen Heimweg machen.
Hier ist eine Kleinigkeit als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, danke, danke. Da lassen wir das Inventar-Upgrade aktivieren. Zack. 24 Slots mittlerweile, also muss ich sagen. Ach Quatsch. Du siehst besser aus denn je. So. Echt so, ne? Diesmal blau. Ich find's Führst ja blau du uns wieder toll. Zu einem Geheimversteck? Oh ja, nun. Ha. Ah, genau. Okay. Kannst du richtig antworten? Naja, es war ja nicht mal direkt eine Frage. Da stand hier nur Piss off, ne? Ach so. Ich glaube, er hat sich verfahren. Definitiv. Was macht er denn der Gute hier? Ich weiß nicht, ob der uns jetzt wirklich irgendwo hinführt oder. Jetzt ist er aber ein bisschen am Eskalieren. Naja, ich weiß es auch nicht. Manchmal macht das ja ein Claptrap so ein bisschen. Aber hier scheint es gerade nicht zu machen. Wenn Kevin sagt, die Zeit ist sie aus, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle mit diesem wunderschönen Bild auf Claptrap, der sich hier auch nicht so wirklich zurechtzufinden scheint. Ist aber gar nicht so schlimm, denn wir haben ja eine Map. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Wir haben hier noch Captain oder diesen komischen Mr. Wee-Wee zu töten. Und ich vermute, das ist eine Aufgabe, die wir uns in der nächsten Folge stellen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns. Ciao. Ciao. Tschüss.